Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks mit dem Replay von Toxic in seinem T-150. Und dieser Panzer ist ja für viele mittlerweile der bessere KV-85 oder ehemalige KV-1S. Und ob er das wirklich ist, muss jeder für sich selber irgendwo beantworten. Aber auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr starker und sehr guter 6er Heavy in dem Spiel. Nun Himmelsdorf und er fährt hier klassisch gleich nach oben auf den Hügel und ich muss sagen, das mache ich auch sehr gern und da ist es sogar fast egal mit welchem Panzer, weil ich finde diese fast schon epischen Schlachten, die es hier oben teilweise gibt, die sind extrem cool und ja, deswegen umso besonderer und umso spaßiger diese. Er kämpft sich hier mit ganzen 17 Kilometern pro Stunde auf den Hügel. Und da gehen schon die ersten Panzer auf. UI, ein Grand und wie sie nicht alle heißen. Na, jetzt vielleicht Richtung Grand fahren. Die Hellcat steht da auch noch. Aber gut, der ist schon zerstört. Der Gegner ist schon drüben Richtung Cap direkt gefahren, aber auch da hat sein Team genug Leute, die da deffen können und jetzt will er hier... Ah, jetzt wird hier schnell geschaut, wer den Kill machen kann und er hat ihn bekommen. Die Hellcat. Da unten auch noch ein bisschen was am Start. Der T-67 hat schon auf ihn geschossen und da hat man gerade einen guten Nachteil von dem Panzer gesehen. Die doch sehr lange Einzielzeit. Dafür hat er eine gute Panzerung, was man auch sieht, dass er hier mehrmals schon einen Abpraller vom T-67 bekommen hat. Den AMX hat er jetzt mal zerstören können. Und hier ist, ja, es ist hier sehr, sehr eng. Da kommt der Aal. Den trifft er. Und wie gesagt, ist halt der Nachteil. Hier will jeder irgendwie gefühlt den Damage anbringen. Dementsprechend wird hier viel gekuschelt. Er hat jetzt den Überblick und orientiert sich da nach hinten. Nimmt den UI raus. Sehr nice. Oh, jetzt kommt da noch ein Churchill. Aber auch der prallt ab. Da ist gleich der nächste. So, jetzt hat der Churchill ihn zumindest mal durchschlagen. Aber er hat hier einen guten Stand jetzt mit dem UI-Wrack vor sich. So, der Churchill kettet ihn lediglich. Und... dann kann er ihn rausnehmen. Der Gegner steht nach wie vor die ganze Zeit mit zwei Leuten im Cap. Aber der M6 und der Panzer sowie der KV-1S, die Panzer 4 natürlich übrigens, die sind alle so, dass sie hier schön decappen. Und er konnte jetzt den Churchill auch noch schnell rausnehmen. Sein 5. Kill mittlerweile. Der ist fleißig. So, jetzt der Easy 8. Komm schon, nimm ihn raus. Jetzt geht er drauf, jetzt will er sie haben. Kill Nummer 6, da ist der Krieger. Und den Aal will er auch noch. Komm schon. Und nun den Aal auch noch weg. So, jetzt ist der Hügel erstmal befreit. 11:8 steht's. Oh, jetzt kommt der T-34 da auf ihn drauf. Jetzt muss er aufpassen, so viel HP hat er jetzt auch nicht mehr. Der T-34 guckt jetzt natürlich auf den Gegner, den er da unten hat. Er kann hier entspannt einzielen und da kommt der Schuss und der macht ihn weg. Sehr gut, 8er Kill. Jetzt muss er sich erstmal wieder dann nach oben kämpfen. Ja, alles muss man selber machen. Ja, er ist fleißig, das darf man ganz klar attestieren. Und jetzt mit Schwung herunter, da wird er dann auch mal schneller. Knackt die unglaublichen 40 Kilometer pro Stunde Marke der Lux da hinten. Na, der wird wahrscheinlich, steht der dahinter oder wo ist er? Man weiß es nicht. Aber der 9. Kill würde natürlich für den Medaillenspiegel sehr vorteilhaft sein.
Da ist der Lux offen. Und er kriegt den Kill. Sehr schön. Hat er gut gewartet. Da ist er wirklich sehr fleißig. Er schreibt, please 10 kills. Aber ich... Irgendwie so das Gefühl, die Leute lassen eben die beiden nicht. Da ist jetzt der T34. Oder kriegt er den doch? Nein, er schießt den Boden. Der Chaffee würde ihn lassen. Er schreibt, he's yours, aber der KV-1S und der Panzer 4 lassen das wohl eher nicht zu. Jetzt ist noch der Stuart am Leben. Und jetzt nimmt ihn der Chaffee raus. Schade drum, aber auch 9 Kills kann man auf jeden Fall lassen. Das war die Runde mit dem T150 auch mal wieder im Mid-Tier-Bereich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ansonsten, ihr wisst doch, ein Daumen ist immer gern gesehen. Bis zum nächsten Mal, euer Akraba.